Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruderbaustelle. Und ihr seht es und man hätte es fast nicht mehr für möglich gehalten. Er ist fertig. Also soweit ist er fertig, dass er zumindest jetzt mal in den Einsatz darf. Ihr seht, ich habe einiges im Alleingang jetzt gemacht. War im Endeffekt jetzt in der Sommerpause gut gedient, das nebenzu zu machen. War jetzt auch nichts Schlimmes. Ich zeige euch alles und ein paar Sachen habe ich mitgefilmt. Das blende ich euch dann einfach ein. Und dann würde ich sagen, dann schauen wir es uns einfach mal in der Gesamtheit an. Ich finde, es ist hervorragend geworden. Es ist eigentlich genau das, was mir so in meinem geistigen Auge von Anfang an umhergespürt ist. Und ja, wenn man sich überlegt, wo wir herkamen. Also wir kamen ja tatsächlich von diesem gelben Brudermodell von dem Mercedes. Und da muss ich sagen, das würde kein Mensch mehr vermuten. Es ist einfach toll geworden. Also mir gefällt es wahnsinnig gut. Es ist für mich mein Kunstwerk und bei Kunst ist es so, den einen gefällt es, den anderen halt nicht. Mir gefällt es wahnsinnig gut und wenn ich mir so an die ersten Folgen zurückdenke, gerade mit dem Thema, mit diesem ja, kurzen Radstand, das schaut komisch aus und das schaut zu breit aus und irgendwie passt das alles nicht zusammen und auch der Auflieger hat irgendwie, sah irgendwie alles seltsam aus. Ich muss sagen, das hat sich alles irgendwo verzogen. Entweder ich bin hier betriebsblind geworden, einfach durch das, dass ich das Modell natürlich dauernd vor der Nase habe, dass mir das jetzt nicht mehr so stark auffällt. Aber ich finde, im Gesamtkonzept ist es einfach eine tolle Sache geworden. Ja? Und ich hole euch näher ran und dann schauen wir uns einfach mal so ein bisschen die Punkte an. Ich habe eine Stichliste gemacht, was so alles passiert ist, damit ich auch ja nichts vergesse. Und am Ende werden wir das ganze Ding natürlich auch noch mal eine Runde drehen lassen. Ja? Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, was so alles passiert ist. So, jawohl. Ich hoffe, ihr habt alles wunderbar im Blick. Wir gehen die einzelnen Punkte einmal durch. Ich hoffe, ich bringe es hin. Ich habe ein paar Detailaufnahmen gemacht, dass ich euch die dementsprechend auch immer wieder passend dazu mit ein bisschen einblende, damit jetzt die Kamera hier nicht immer komplett am Wackeln ist. Und dann würde ich sagen, wir gehen einfach jetzt mal so ein paar Details durch und dafür machen wir jetzt das Modell auch gleich mal an. Der Einschalter ist ja hier unten drin im Endeffekt. Die Batterie ist im Endeffekt so aufgebaut, also passt wunderbar übrigens rein. Und gerade mit den etwas dünneren, habe ich ja gesagt, ich habe ja noch ein paar dünnere Akku-Packs mit 3S, die gehen hier locker rein. Also die dicken überhaupt kein Thema, aber die dünneren, die fallen da einfach rein, also das ist überhaupt kein Stress. Man muss den Trailer ein bisschen abkoppeln oder zur Seite drehen, damit man gescheit hinkommt, aber das ist überhaupt kein Problem. Genau. So, dann machen wir es mal an. Einmal Fernbedienung. Die wird jetzt natürlich immer wieder mal ein bisschen jammern, wenn ich nichts bediene. Also nicht wundern. Nochmal einmal an. So. Piepst einmal alles. Und das Erste, was wir im Endeffekt gemacht haben, ist, ich habe neue Rundumlichter verbaut. So. Ich hoffe, ihr seht's. Natürlich nicht. Ich hebe euch mal hoch. Prächtig, oder? Also, die sind hier einmal neu eingebaut worden, damit hier wieder alles funktioniert nach meinem Fauxpas mit dem Anschluss. Das Ganze läuft jetzt im Endeffekt genauso, nur dass ich ein UBC-Modul mit 6 Volt dazwischen geklemmt habe und das kriegt direkt Akkustrom. Wandelt im Endeffekt den Akkustrom dann um auf 6 Volt und versorgt damit jetzt die Lichter. Und dazwischen geschalten ist halt dieses Schaltmodul, das im Endeffekt dann hier das Minus einfach freigibt. Ja, relativ simpel. So funktioniert es auf jeden Fall. Und die Lampen haben jetzt hier keinen Stress. Ja? So, genau. Also das wäre jetzt mal das erste Rundumlicht und UBEC. Dann habe ich natürlich hier alle Kabel mal richtig sauber unten rein verlegt. Es ging tatsächlich sehr, sehr gut. Also es ist jetzt kein Gedrücke und kein Gezerre da unten drin. Die ganzen Kabel hier schön unter den Sitz im Endeffekt einmal reinzulegen. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Ich habe ganz viele Kabelschläuche nochmal überall hingemacht, damit die Kabel einfach schön sauber sind. Gerade die, die auch vom Auflieger im Endeffekt nach vorne angeschlossen werden. Das mit der Platine funktioniert auch wunderbar. Optischer wäre es natürlich, wenn die Platine hier an der Rückwand gewesen wäre oder wenn ich die dahin gemacht hätte, weil einfach die Kabel jetzt unten drin oder unten reingepackt sind. Und normalerweise kommen die, glaube ich, von vorne und nicht von unten, ist klar. Macht jetzt aber hier kein Problem. Also ich bin ja auch schon ein bisschen rumgefahren damit. Ich bin jetzt eigentlich nie irgendwo hängen geblieben an den Kabeln, die laufen da sauber unten durch. Wenn da mal irgendwie ein Problem wäre, müsste ich gucken, dass ich die irgendwie ein bisschen runterdrücke oder sowas. Aber das ist eigentlich jetzt kein Thema.
Ja? Also die ganzen Kabel habe ich unten reingebastelt, verlegt, Kabelschläuche angebracht und so weiter. Dann hatte das ganze Modell einmal Kennzeichenhalter bekommen. Und bevor wir zu den Kennzeichenhaltern kommen, habe ich hier Radkappen drauf gemacht. Ich lenke gerade mal rein. Ihr seht es ja hier vorne, haben wir jetzt diese Radkappen. Und hier hinten sind auch überall Radkappen drauf gekommen. Einfach um diese Schrauben zu verdecken, die hier vorne vorher zu sehen waren. Da war es ja im Endeffekt nur ein Loch. Und hier hat man ja die Schraube mit der Mutter dann auch gesehen, beziehungsweise die dickere Schraube. Hat mir nicht gefallen. Also hier, wie gesagt, sind jetzt einfach Radkappen drauf gekommen. Alles wunderbar, fällt es gar nicht mehr auf. Und dann haben wir eben, das ist jetzt allerdings auf der anderen Seite, das blende ich euch ein, Kennzeichenhalter und ein Kennzeichen. Vorne hat man es ja schon für die Zugmaschine und für den Auflieger im Endeffekt hinten. Ja, das haben wir auf jeden Fall auch mal direkt hingemacht. Und dann haben wir den Fahrer hatten wir schon. Was ihr, glaube ich, noch nicht gesehen habt, war der Begleithund. Wir haben also keine Beifahrerin oder einen Beifahrer, sondern wir haben einen Begleithund. Ja. So, was ist noch so passiert? Also den haben wir auf jeden Fall auch eingebaut. War tatsächlich ein bisschen Katastrophe. Kann ich euch kurz erzählen, aber nicht zeigen. Ich habe den festgeklebt mit ein bisschen Sekundenkleber. Und das war hier schon alles in der Kabine drin, beziehungsweise ich habe das festgeklebt und habe dann mal das Dach drauf getan. Und als ich am nächsten Tag dann in die Werkstatt kam, war alles weiß. Die Scheiben waren weiß, der Hund war weiß, die Sitze waren weiß. Es war einfach alles weiß, denn der Sekundenkleber hat ausgedampft und hat sich komplett überall draufgelegt. Komplette Katastrophe, dass am Ende noch so viel passiert. Rundum leuchten, dann das mit diesem Weiß hier. Furchtbar, also wirklich ganz grauenhaft. Das habe ich dann alles mit einem Q-Tip im Endeffekt runtergeputzt, Scheiben geputzt, innen drin alles sauber gemacht, damit es im Endeffekt jetzt so vorzeigbar ist, wie es halt jetzt ist. Denn da dachte ich echt, jetzt ist dann alles vorbei. Also ich wusste dann kurzfristig auch nicht mehr, was ich jetzt erstmal machen soll, weil wirklich alles weiß war von diesem Sekundenkleberdampf. So, dann kommen wir zu eigentlich größten Änderungen, die ihr hier seht. Wir haben hier die Logos geplottet. Das heißt, wir haben einmal hier das Arox-Zeichen oder den Arox-Schriftzug dran. Wir haben hier einmal schön den Mercedes-Stern und wir haben einmal hier wunderbar Krampe-Kipper und das Design mit den Dreiecken hier an der Seite. Ich finde, es sieht super aus. Es wertet das ganze Modell auf und es zieht das Modell auch so ein bisschen aus diesem ersten militärischen Design raus, finde ich. Also am Anfang sah es ja wirklich aus, als ob hier irgendwie so ein Militärfahrzeug entsteht. Und ich muss sagen, jetzt schaut es nicht mehr ganz so aus. Also es ist immer noch grün natürlich, beziehungsweise oliv. Aber ich finde, wir sind ein bisschen davon weggekommen, dass es ausschaut, als ob es irgendwo gleich in den Einsatz fährt. Und das gefällt mir wahnsinnig gut. Also diese Kombination mit diesem Schwarz und vor allem mit diesen Dreiecken. Ja? So, wie habe ich das Ganze gemacht? Ich habe das Canvas ist das Programm, in dem ich das plotte. Da habe ich die Sterne einmal reingeladen und auch den Schriftzug. Das Ganze wird dann an den Plotter übertragen, der das Ganze dann plottert, also sprich mit einer scharfen Klinge ausschneidet aus einer Folie. Das ist einfach eine stinknormale, schwarze, selbstklebende Folie. Nichts Besonderes. Ich weiß jetzt nicht, ob die für den normalen Kfz-Bereich war oder nicht. Ich habe einfach mal so eine Rolle schwarze Folie gekauft. Mit der komme ich hier ganz gut klar. Die funktioniert einwandfrei. So, wenn es ausgeplottert ist, dann habe ich das Ganze entgittert. Bei den Sternen ging das einwandfrei. Die hat es auch sauber ausgeplottert. Die Schrift war gar nichts. Der Plotter war falsch eingestellt. Beziehungsweise die Drucktiefe und auf diese große Fläche hat sich in der Mitte das ein bisschen verzogen. Ich meine, hier geht es Millimeter wollte ich schon sagen, es geht um weniger wie Millimeter. Ist also echt filigran und da hat mir leider die Schrift verhauen. Das habe ich nochmal gemacht. Beim zweiten Mal ist es super sauber rausgekommen. Genau, wenn das entgittert ist, kommt dann eine Transferfolie drauf. Das heißt, die kommt dann oben drauf, ist durchsichtig. Dann kommt das hinten alles weg. Und dann habe ich im Endeffekt einen Aufkleber und dann klebe ich das hier drauf. Und hier habe ich einfach das tatsächlich draufgeklebt und mit dem Cuttermesser das hier alles einmal entfernt. Hier kann man auch machen, auf der anderen Seite natürlich auch. Das heißt, ich habe hier einfach sauber ein bisschen ausgeschnitten, ganz genau. Das gleiche eben, wie gesagt, mit der Schriftart auch. Und auch die Dreiecke habe ich im Endeffekt einfach einmal komplett geplottert, mir lauter Dreiecke geplottert aus der Folie und habe die dann hier angeordnet. So,
gibst du jetzt Ruhe hier. So. Genau. Also, und dann haben wir hier die geplottert. Hinten drauf ist auch geplottert. Haben wir auch ein paar Dreiecke, nochmal den Krampe-Kipper-Schriftzug. Und auf der anderen Seite schaut es im Endeffekt ja nochmal ganz genauso aus. Ja. So, was haben wir noch? Ich musste vier Räder tauschen. Das hatte ich, glaube ich, auch schon erwähnt gehabt, dass ich vier Räder irgendwo dazwischen hatte, die eben Prototypen waren und nicht die endgültigen. Und diese musste ich tauschen. Da habe ich tatsächlich nicht lange rumgetan. Ich habe komplett einmal das Druckteil und auch den Adapter komplett getauscht, weil ich nicht mehr wusste, ob der Adapter dann wiederum passt. Also die, wo geeiert haben, habe ich einfach komplett umgebaut, Gummireifen runter und eben auf eine neue Felge plus nochmal eben auf einen neuen Messingadapter draufgeschraubt. Genau. So, Radkappen hatten wir schon. Pulsbar haben wir auch schon länger dran. Genau, da hat sich also nichts verändert. Was noch dazu kam, sind die Hemmschuhe und die Stützen hier. Die Hemmschuhe sind überhaupt kein Thema, die sind einfach nur hier hingeklebt. Gell? Übrigens, ich benutze die nicht. Ist einfach nur ein bisschen Deko, die hier dazugekommen sind. Also einmal haben wir hier Hemmschuhe, die sind auf der anderen Seite auch. Und wir haben hier Stützen, die sind auch nur zur Deko hin gemacht. Auch die brauche ich an sich nicht, weil das Modell ja im Ganzen so bleibt. Ich habe die Positionsräder noch gar nicht an. So, jetzt seht ihr erstmal die Länge des Modells. Nein, Spaß. Man sieht es, glaube ich, auch so. Aber ihr habt es auch gerade gesehen, die Positionslichter verschwinden echt, wenn sie aus sind, oder? Da sind die nicht zu entdecken. Ich habe es jetzt auch erst durch Zufall, weil ich gerade mit dem Stift drüber bin, habe ich gesehen, hoppla, die sind ja noch aus. Genau. So, also, diese Stützen. Hier habe ich tatsächlich ein Lackierproblem. Vielleicht kennt es einer von euch. Ich habe es noch nie gehabt. Aber ich bin komplett am Durchdrehen, denn ich habe das gleiche Filament wie immer, wie bei allen Teilen hier. Habe die gleiche Grundierung, den gleichen Lack und es spielt überhaupt keine Rolle. Es wird alles weiß nach dem Lackieren. Also es kriegt alles einen Grauschleier und ich habe tatsächlich dann ein anderes Filament genommen. Ich habe ein schwarzes Filament genommen. Ich habe mal mit Grundierung lackiert, mal ohne. Ich habe auch mal eine ganz andere schwarze Dose genommen. Es war egal. Es ist alles so beim Lackieren schwarz und beim wenn es dann raustrocknet, wird es weiß oder grau. Ich habe das noch nie gehabt. Ich habe auch den Platz gewechselt, wo ich lackiert habe, weil ich mir dachte, vielleicht ist irgendwas in der Luft, vielleicht löst sich was von irgendwo anders, weil ich halt da ja immer lackiere. Vielleicht ist da von dem Lösungsmittel, dass dann was irgendwie wegdampft oder sowas. Ich habe auch die Ding richtig aufgeschüttelt nochmal, weil ich das irgendwo gelesen hatte, dass das daher kommen kann. Ich weiß nicht. Vielleicht weiß das einer von euch. Ich habe, wie gesagt, anderes Filament. Ich habe verschiedene Grundierungen mit Grundierung, ohne Grundierung gearbeitet. Und ich habe drei verschiedene schwarze Lacke probiert. Immer Spraylack übrigens. Also nichts gestrichen, sondern immer Spraylack. Es ist alles grau geworden. Das hier war jetzt im Endeffekt ein Versuch einer vierten schwarzen Farbe. Die ging jetzt. Das ist aber jetzt nicht genau der Schwarzton, den der Auflieger sonst hat. Also das, ich meine, ich habe den ganzen Jahr in einem Stück grundiert und gesprüht. Da war gar nichts. Gar nichts. Und die gleiche Farbe habe ich von vorne ja auch überall genommen. Und jetzt ist es weiß. Also bei diesem Ding. Ich habe tatsächlich auch eine neue Dose genau von diesem gekauft. Weil ich dachte, vielleicht liegt es daran, weil die jetzt dann langsam leer wird. Nein. Also auch der ganz neu, komplett nochmal richtig aufgeschüttelt. Es wird grau bzw. weiß. Ich habe jetzt die anderen gerade irgendwie nicht zur Hand. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht weiß das einer von euch, schreibt es mir in die Kommentare, woran das liegen kann. Ich bin völlig ratlos. Und vor allem, ich habe das jetzt tatsächlich auch bei anderen Sachen. Ich habe was anderes lackiert. Nicht in schwarz, sondern tatsächlich in diesem Anthrazit. Und das wird auch weiß. Also ich habe was in Anthrazit lackiert, mit genau dieser Farbe hier, wo wir hier alles gemacht haben. Und es wird danach weiß. Warum? Ich kann es mir nicht erklären. Keine Ahnung, vielleicht kann mir da einer irgendwie helfen von euch. Ja? Ansonsten, wie gesagt, ist hier eben jetzt ein bisschen Deko mit dazu gekommen, dass wir das hier auch mit dran haben. So, dann habe ich hier drin im Endeffekt nur eine schwarze Platte auf die ganzen Fahrregler gelegt. Hier unten sieht man es noch ein bisschen grün rausleuchten, aber oben leuchtet jetzt nichts mehr raus. Und auch das Akkufach hat im Endeffekt eine Abdeckung bekommen, dass der Akku jetzt nicht rausschaut. Der ist jetzt eh schwarz, da wäre das jetzt nicht so schlimm. Aber der andere ist blau und das sieht man dann natürlich auch dauernd im Modell. Ja. So, das ist jetzt die ganze Pracht, das ganze Modell, was wir hier haben. Ich hoffe, es gefällt euch.
Bin ich echt gespannt, was ihr sagt. Wir können nochmal den Kipper hochfahren, weil da komme ich auch gleich noch dazu. Also auch das mit dem Endabschalter, das funktioniert einwandfrei. Bin immer wieder fasziniert. Vieles dazu gelernt, richtig vieles dazu gelernt. Ein paar Sachen, wo ich sage so, boah, das war echt grottig. Ein paar Sachen, wo ich sage so, das hat richtig gut funktioniert. Das hat auch Spaß gemacht. Die Elektronik war natürlich immens lang, was da gedauert hat, weil wir einfach viele Module eingebaut haben, viele Steckverbindungen und so weiter. Das würde jetzt natürlich in einem normalen Modell wahrscheinlich alles wegfallen, weil ich es nicht steckbar machen muss, sondern da ziehe ich das einfach von vorne bis hinten durch. Da habe ich diese ganze Problematik mit diesen Steckern nicht. Aber ansonsten gefällt es mir sehr gut. Ich bin ja schon ein bisschen rumgefahren, ansonsten bin ich absolut zufrieden. Was ich mir vorstellen könnte, was jetzt noch kommt, wenn der jetzt dann mal ein bisschen im Einsatz war, ist, dass wir hier hinten am Auflieger stärkere Federn einbauen müssen, denn er wackelt schon. Ja, also ganz klar, er federt hier gut ein, aber ich habe ja jetzt auch noch nichts beladen. Klar, jetzt in dem Fall würde ja alles runterrutschen und ich habe einen hohen Schwerpunkt auch, aber er wackelt natürlich auch, wenn ich weiter unten bin. Das heißt, hier sage ich jetzt zu 80%, werden hier entweder stärkere Federn eingebaut oder wir sperren gleich komplett diese Seitenausgleich. Ja, also dass er hier seitlich wippen kann, so dass er nur noch nach vorne und hinten sich ausgleichen kann, die Schlaglöcher, aber nicht mehr zur Seite oder nur noch ganz, ganz, ganz minimal, dass man es eigentlich schon gar nicht mehr feststellen kann. Da reden wir dann nur noch irgendwie von ein paar Millimetern, also 5 mm, wenn er noch ausgleicht, als Unebenheit. Ansonsten wird er ja hinterhergezogen, beziehungsweise, ja, er fährt selber, aber er hängt ja hinten dran an der Zugmaschine, die ja komplett pendeln kann. Das kann ich mir vorstellen, dass das passiert, dass wir das hier noch dementsprechend sperren werden, dass eben nur noch eine Pendelbewegung möglich ist. Ja, gibt es jetzt Ruhe hier. Das ist mal das eine. Das zweite ist, ich weiß immer noch nicht, was der Kipper hier leistet. Ich habe es schon mal getestet mit ein bisschen Gewicht. Es müsste für den Parcours, wo ich sonst unterwegs bin, reichen. Sage ich jetzt einfach mal so. Rechnerisch. Wie sich das dann verhält, weil da kommt es auch darauf an, ist das Material trocken, ist das Material nass, wie verdichtet ist es, wie wird es beladen natürlich, wie stehe ich dann am Hang, ja, also stehe ich jetzt irgendwie Kipper nach oben, beziehungsweise halt von oben nach unten oder stehe ich andersrum oder seitlich oder wie, das muss man dann alles testen, denn es ist schon eine Belastung. Wir haben hier einen unwahrscheinlichen Hebel drauf, auf dem Ganzen, und wenn das nicht so sein sollte, dass das funktioniert, dann sage ich jetzt einfach mal, dann wird diese Kippmechanik hier wahrscheinlich wieder rausgeschmissen und dann werden wir hier mit einer Spindelmechanik weiterfahren. Ja, das heißt, dann habe ich hier hinten im Endeffekt ja den Platz. Das heißt, hier wird dann eine Spindelmechanik Einzug halten, die bis vorne durchgeht, die dann das Ganze wirklich mit viel, viel Druck nach oben presst. Das Gleiche habe ich ja in meinem Volvo FMX 5-Achser und da gibt es nichts. Also der presst es dann auch dementsprechend nach oben. Da werden wir diese Problematik nicht haben. Aber ich wollte es mit der Kippmechanik zuerst probieren, denn ich finde sie einfach schön. Sie läuft super geschmeidig, super einfach. Bei einer Spindel hast du unwahrscheinlich viel Krach natürlich auch, weil die Spindel einfach schon mal Lärm macht. Selbst wenn du da irgendwie mit der Trapezgewindespindel noch arbeiten würdest. Aber es ist einfach, es dauert lang und es ist einfach ein Lärm. Deswegen, also ich finde der hier super von der Mechanik her. Ich würde gerne dabei bleiben, aber wie gesagt, da muss ich jetzt einfach schauen, was passiert, wenn ich unterwegs bin und wenn er dann beladen ist, weil wenn er im Endeffekt voll ist und dann nicht abkippen kann, dann hilft er nichts. Das heißt, wir müssen da durch und das einfach jetzt ein bisschen ausprobieren. So, das war es im Endeffekt auch schon wieder mit dem Ganzen. Hat echt länger gedauert, als ich das erwartet hatte. Es hat sich hier und da echt gezogen, das weiß ich. Aber ich bin absolut zufrieden. Schaut euch das Modell an. Ist das nicht ein Traum? Ich bin wahnsinnig zufrieden. Es ist einfach ein schönes, schönes, neues Modell im Fuhrpark geworden. Und jetzt freue ich mich, dass wir noch eine Runde drehen. So, ich fahre noch eine Runde. Bleibt dran, wenn ihr das noch sehen wollt. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr ein Abo da lasst. Aktiviert die Glocke. Dann kriegt ihr auch mit, wenn das nächste Video online geht. Vor allem auch, sollte sich hier nochmal was tun, dann informiere ich euch natürlich. Und genau, dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann!